Willkommen zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Final Fantasy 16. Im letzten Part haben wir hier den Grenzwald weiter erkundet. Wir haben dort hier einige neue Gegner kennengelernt, unter anderem hier bis zum Ende dieses große Vieh hier, welches natürlich auch ein bisschen Zeit in Anspruch genommen hat, aber auch nicht ganz einfach war. Wir haben uns doch wesentlich mehr healen müssen als bei den Gegnern zuvor. Und am Ende haben wir die Kraft von Cid erfahren, die wahre Kraft, die er besitzt. Er ist auch ein Dominus, allerdings des Donners oder des Elektros, ich weiß gar nicht. Ich denke mal des Donners auf jeden Fall. Er wurde von Ramu heimgesucht und ja, er ist quasi ein Dominus, der aber auch sehr, sehr stark ist. Also er hat diesen Gegner hier mit einem Fingerschnips am Ende noch besiegt, beziehungsweise den Garaus gemacht. Und dementsprechend wissen wir nun, wie stark er ist. Wir sind bis zuletzt an dieser Stelle hier vorangekommen, sind immer noch hier im Grenzwald zwischen dem Kristallgürtel und dem Kaiserreich. Und dort müssen wir jetzt auch als nächstes hin. Kielbrück ist unser nächstes Ziel. Und wir werden jetzt an der Stelle direkt voranschreiten. Das ist schon wirklich krass, was er an Magie besitzt. Also damit würde er uns auch locker in die Pfanne hauen. Was genau hast du vor, wenn du diesen Feuerdominus findest? Was glaubst du? Ihm blüht, was er meinem Bruder angetan hat. Und schneid jedem die Zunge ab, der mir das ausreden will. Entspann dich. Du hast einem ja Angst. Krank. Kranker Typ. Kranker Typ. Zunge abschneiden. Ja, das finde ich auch immer abartig. Solche Foltermethoden. Dinge, die du dann dein Leben lang nicht mehr haben wirst. Oder auch sowas wie Finger abschneiden und so eine Kacke. Also, damit kannst du mich ja jagen. Das finde ich ja absolut ekelhaft. Und grausam vor allem. Klar, man lebt, aber du bist nicht mehr vollkommen. Wenn man das so sagen will. Hornisse. Boah, wie stark die aber sind. Stinknormale Hornissen. Auf Level 11. Halten so gut aus. Das ist wirklich Wahnsinn. Gibt's doch gar nicht. Und Luftkämpfe sind sowieso nicht ganz einfach. Aber das haben wir doch relativ gut jetzt geregelt. Ja, und das sind wie gesagt einige sehr interessante neue Gegner auch dazu gekommen hier in diesem Wald. Wir haben ja auch diesen Drachen, diesen kleinen Drachen da kennengelernt, in dem wir gekämpft haben, der auch ein bisschen mehr ausgehalten hat. Jetzt nicht übertrieben mäßig viel, aber doch ein bisschen mehr. Folgen wir, dann sind wir im Handumdrehen in Kielbrück. Ah, schaut mal. Ja, vielleicht ist es so. Bleibt. Du musst immer vertrauen. Vollstrecker. Die Trophies, die kommen aber in letzter Zeit doch häufig zum Tragen. Sehr, sehr häufig. Das freut mich natürlich sehr. Haben wir, wie gesagt, dann weniger im Nachhinein auch zu tun. Und ihr seht das dann auch alles direkt vor Ort. Ich meine, ihr werdet sowieso alles Mögliche sehen, was wir am Ende für die 100% brauchen, aber ihr wisst sicherlich, wie ich das meine. So könnt ihr das direkt dann Ort auch sehen, wie wir die Sachen gemacht haben. Am Ende werde ich natürlich auch noch mal überall zeigen, was wir für die jeweiligen Trophies machen müssen. Hier haben wir wieder die Rangpiers. Wie gesagt, so nenne ich dann meine Kinder. Rangpier 1, Rangpier 2, Isamat, Kisamat. So, weg mit. Boah, was war das denn? Was sollte das denn jetzt? Dieser Schaden, der schmeckt mir aber nicht so. Okay, Kollaterationswirbel. Wirbel, Zwirbel. Hier gibt es auch mehrere Ecken, wie man sieht. Hier kämen wir auch hoch. Er sagte gerade den Bach entlang. So hieß es hier hoch. Ach so, das war das hier.
Ah, da kämen wir also auch easy hin. Aber sonst meine ich, hätten wir hier alles sonst geholt, was irgendwie noch nützlich wäre. Ja, man muss immer die Augen offen halten, gerade bei größeren Arealen. Das ist klar. Das wäre nie gut, wenn man da bestimmte Sachen verpasst. Nächster Gegner, ein Isigrim wieder. Inigrim habe ich sie im letzten Part genannt. Und wieder eins dieser Drachen. Wie hieß der Kollege nochmal? Ein Drachen-Avis. Ich hab's ja nie so mit Namen. Das habe ich, glaube ich, auch schon ein paar Mal erwähnt. Torgal, oh, starker Move. Torgal, mach was. Hau sie weg. Ich denke mal, Torgal bekommt kein Level ab. So wie es scheint. So, weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf. Ich darf ihn in letzter Zeit doch ein bisschen häufiger treffen. Und dennoch. Also, aber wirklich in richtiger Gefahr waren wir bisher gar nicht. Wir haben es eigentlich immer gut geregelt bekommen. Dato. Seid ihr bestimmt auch der Meinung? Und nächstes Level ab. Mann, 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 wie schnell das doch wirklich geht. Weil wir aber auch wirklich jeden Gegner hier mitnehmen, ne? Würde ich sowieso generell immer empfehlen, gerade in Rollenspielen, immer sämtliche Erfahrungspunkte mitnehmen. Es wird irgendwann auch den Zeitpunkt geben, da bin ich mir 100% sicher, da werden wir dann auch irgendwas Bonusmäßiges machen, also Dungeons oder irgendetwas in dieser Form, wo wir auf jeden Fall mehr für grinden müssen, weil die dann doch deutlich schwieriger sind. Und das wird dann nicht ohne weiteres gehen, wenn wir dann bei dem Level bleiben, wo wir bis dato dann sind. Gut, haben wir hier sonst nichts mehr? Ne. Sonst war hier gar nichts mehr. So. Wie lange es jetzt bis Kielbrück allerdings noch dauert, kann ich euch nicht sagen. Oh. Valuta. Ah. Das ist doch, ja, ich wollte gerade sagen, Benedikta. Wie abgesprochen. Alle dort, gleich unten im Dorf. Sehr gut. Gehen wir. Was ist mit meinem Geld? War ich euch nicht treu? Ach. Ja, Seine Majestät schätzt die Treue als höchste aller Tugenden. Aber du hast deine Freunde für ein paar lausige Geld verraten. Das ist nicht überraschend. Diese Frau. Was hat die denn jetzt gemacht? Benedikta Hamann. Pardon. Auf der königlichen Speer Valuts. Das wäre vielleicht die Chance. Ihr da! Waffen runter, Kaiserknechte! Okay.
Kaiserknechte, aha. Wo ist denn Benedikt da jetzt abgehauen? Bringen wir es hinter uns. Ja, gegen die habe ich keine Angst. Aber Benedikt da, wenn wir irgendwann gegen sie kämpfen sollten, wovon ich ausgehe, die wird wahrscheinlich kein leichter Brocken. Achso, das ist der Stärkere. Vielleicht sollten wir erstmal auf die kleinen Fische gehen. Wir sollten wirklich erst auf die kleinen Fische gehen. So, jetzt kommt der dran. Gleich ist auch schon der erste Bruch bei ihm. Und dann können wir natürlich wieder hier auf die stärksten Moves zurückgreifen. So, weiter drauf. Mitternachtsrabe nennt er sich, der Kollege. So. Ah, okay. Filmisches Kräftemessen. Wenn der Bildschirm in Schlüsselmomenten eines Kampfes orange leuchtet, drücke wiederholt Viereck, um den gegnerischen Angriff abzuwehren oder deinen eigenen fortzusetzen. Volle Kanüle drauf. Wo ist der jetzt abgezischt? Aha. Natürlich direkt hier anders abwehren. Jetzt kämpft er mit zwei Schwertern, weil ich gar nicht weiß, ob das wirklich Schwerter sind. Ja, doch, würde man eher sagen, aber der kämpft so ein bisschen, also vom Kampfstil wie ein Assassine, also so Meuchelmörder-mäßig. Wahrscheinlich ist der auch genau dafür dann Futon. Habe ich da gerade Futon gelesen? Ja, Attentat. Das macht am meisten Sinn. So, weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf. Ich will ihn leiden sehen. Naja, was heißt leiden sehen? Ich will den eigentlich besiegen. Weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf, weiter drauf. Ja, wir haben ihn aber auch gerade schon. So stark wirkt der wirklich nicht. Ey, habt ihr gesehen? Jetzt war er einen kurzen Moment wirklich benebelt. Vielleicht haben wir auch nur eine perfekte Parade durchgeführt. Das kann natürlich auch sein. Diese perfekte Parade haben wir auch schon gehabt. So, drauf, volle Kanüle! Und nochmal. Mitternachtsraben bezwungen. So, das war der große Boss also hier im Wald. Das kann man wirklich mittlerweile so festmachen, weil jedes Mal, wenn diese Musik am Ende des Kampfes ertönt, dann kann man davon ausgehen, das ist wirklich der große Boss in dieser Gegend. Wir haben ja jetzt bereits zwei etwas größere Gegner besiegt. Der eine war etwas kleiner, kann man sagen. Danach war wieder ein etwas größerer. Und der war jetzt hier der größte, würde ich jetzt vermuten. Also ich denke, das war jetzt der letzte Boss quasi hier in diesem Gebiet. Abzeichen der Stärke, Accessoire. Wird an Soldaten für unvergleichlichen Mut auf dem Schlachtfeld verliehen, um sie zu weiteren Taten des Heldentums anzuspornen.
Ach, wie cool ist das denn? Das werden wir natürlich dann zeitnah direkt ausrüsten. Stahlseite. Ausnahmsweise wurde mit der Namensgebung dieses Materials nicht übertrieben. Stahlseite ist wirklich so stark wie Stahl und doch weich wie Seide, was sie zu einer beliebten Wahl für Schneider macht, die haltbare und zugleich flexible Kleidung herstellen wollen. Und ein Meteorstein. Genau wie Tröpfchen geschmolzenes Eisen vom Ofen eines Schmieds auf die Erde fallen, so fallen auch so vom Himmel, wo die Götter in ihrer elysischen Werkstatt ihr Kriegsgerät schmieden. So sagt es zumindest der Volksglaube. Kaiserknechte, hat er gesagt. Schau doch mal in den Spiegel. Aber dein Schwert führst du wie ein Schild Rosarias, garniert mit einer Phönixfeder. Da fällt mir ein. Was denkst du? Die andere Esper des Feuers auch Segen gibt? Du glaubst mir nicht. Und er sprach, aus den Elementen sollen 8 Esper sein, dass sie walten über das eine Gesetz. Nicht, dass ich den Überlieferungen aufs Wort glauben würde, aber der Punkt ist klar. Über das Feuer herrscht nur ein Dominus, wie bei allen Espern. Erst wenn der stirbt, kommt der Nächste. Selbst dann kann's Jahre dauern. Andererseits wirkst du nicht wie ein Lügner. Bleibt also nur die eine Person zu finden, die uns mehr dazu sagen könnte. Und die ist in Kielbrück. Unser Ziel nach wie vor. Freunde finden wir sicher auch dort. Komm, bevor es dunkel wird. Und wenn jemand die Leichen findet? Tja, dann geht er leider leer aus. Abschnitt wiederholen und Arcade-Modus. Oh, okay. Beim Arettestein, das war ja der Stein, den wir hier anfangs hatten im Bezug auf Trainingsmodus, sind jetzt die Optionen Abschnitt wiederholen und Arcade-Modus verfügbar. Sieh hinein, um mehr zu erfahren. Okay, also wir können quasi die einzelnen Storylines hier nochmal wiederholen, wenn wir irgendwas suchen oder vergessen haben, wie auch immer. Vielleicht auch, um hier. Ich bin mir nicht sicher, ob das in diesem Spiel auch so ist, aber vielleicht, um hier bestimmte Ränge zu bekommen, weil es gibt hier eigentlich hier keinen, also ich habe jetzt nicht festgestellt, dass wir hier Ränge haben. Also als Beispiel jetzt, wenn man sagen würde, S-Rang wäre der beste Rang, C-Rang wäre so, na, du hast die Mission gerade so geschafft und ist dann vielleicht nicht so gut. Also wie Schulnoten quasi, ob es sowas gibt. Oder vielleicht Bonusanforderungen. Das weiß ich alles nicht. Das weiß ich alles nicht. Gut. Als nächstes müssten wir zu den Rauchspuren ins Orabell-Hügeltal. Ich denke aber, das reicht dann für diesen Part. Im nächsten Part werden wir uns dann hier Richtung Orabell-Hügeltal fortbewegen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe sehr, das Ganze hier hat euch gefallen und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn wir dann hier ins Hügeltal reingehen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall einige Bosse gehabt in diesem Grenzwald. Schauen wir mal, was uns beim nächsten Mal alles erwarten wird. Haut rein, Leute. Bis dann und tschüss.